Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute könnt ihr mir ja bei diesen Herzen über die Schulter sehen und ich habe wieder geklebert und habe mir aus dem Geklebten wieder andere Herzen, diesmal etwas größer ausgeschnitten, dann bemalt, also nochmal verziert und dann habe ich mir überlegt, was mache ich denn? Ich möchte das als Anhänger machen und ich möchte, dass das glatt ist und noch ein bisschen stärker ist. Und dann ist mir eingefallen, ich habe ja noch das UV-Resin. Und ja, zum UV-Resin gehört natürlich das UV-Gerät. Das war aber nicht sehr teuer. Das ist überhaupt, ist nicht tragisch gewesen. Und dann habe ich noch so ein paar kleine Sachen und ich habe jetzt eins mal so einigermaßen fertig gemacht mit ein bisschen Gebamsel. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich mir das nicht ins Auto hänge. So beim Spiegel. Ich glaube, das werde ich sogar machen. Ja, ein paar kleine Sachen. Ich habe jetzt wirklich nur ein bisschen was rausgesucht, aber da könnt ihr ja alles dran hängen, seht ihr? Ja, das eine sieht jetzt von der Seite so aus, von der anderen Seite sehr bunt. Hier ist es so und die andere Seite ist so. Wenn ihr das Resin drüber macht, macht zuerst die Kante, lasst es 2 Minuten in dem UV-Licht drin und dann erst macht ihr die Oberfläche. Weil dann wird es nämlich ein guter Abschluss. Hier seht ihr, ist es etwas auseinandergegangen. Das macht jetzt nichts. Da habe ich nochmal Resin drüber gemacht. Das ist kein Problem. Aber vielleicht seht ihr das. Das ist etwas auseinandergegangen und hier eben nicht. Und das ist, wenn ihr zuerst die Kanten macht und dann oben und unten, dann passiert euch da nichts. Ja. Seht ihr? So kleine, feine Kunstwerke sind jetzt entstanden. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen, beim Selbermachen, beim Kreativsein und über einen Daumen hoch, ein Abo und oder einen netten Kommentar von euch freue ich mich wie immer sehr. Ja, und jetzt geht's los. Hier habe ich mir so Reste vorbereitet, also es sind Papierreste und Farbreste waren das von irgendwann mal und die schneide ich jetzt in Streifen, das sind 1/2 Zentimeter Streifen, um mit diesen Streifen eben dann so eine Art ja, Muster legen zu können, weben zu können und das werdet ihr gleich sehen. Ich suche mir immer die bessere Seite zum Anlegen aus und schneide das wirklich 1/2 Zentimeterweise. Und ja, alles, was ich so gerade griffbereit habe. Also ich schmeiße auch keine Farbe weg oder lasse sie eintrocknen, sondern mache auf Restpapier, verarbeite ich die Farbe noch und ja, dann schneide ich, wie gesagt, hier solche Streifen und hier seht ihr so einigermaßen, meine Hand ist leider ganz oft dazwischen, weil ich das ja doch festhalten musste. Und da webe ich irgendwo so ein Stück weit. Und ja, ich mache das einfach so, wie es mir gefällt, wie es für mich einfach passend erscheint. Und ich habe diesmal Mod Podge als Kleber benutzt und ja, ich bin begeistert. Ich habe ihn nur etwas verdünnt, weil der doch relativ dick war. Das wäre dann doch des Guten zu viel gewesen. Und ihr seht, ich verarbeite auch andere Reste dabei. Und je mehr Reste ihr habt, je interessanter das wird. Und macht euch gar keine großen Gedanken, sondern klebt einfach drauf los. Ich sehe zwar, dass ich so farbenmäßig einigermaßen passend bin, aber ansonsten mache ich da gar kein so großes Bimbamborium drum, sondern ich lege mir das und dann klebe ich das fest.
Und hier seht ihr von meinen Geldrucken so Restpapier. Hier auch. Hier habe ich schon etwas weiter gemacht, weil das Video wäre ja viel zu lang geworden. Außerdem, ich glaube, kleben kann doch jeder. Ja, und auch das geht übereinander, seht ihr? Unten immer etwas Kleber auftragen und dann mit dem Kleber drüber. Und ja, auch mal andere Sachen hier, das Runde, mal etwas mit dem Rot, Roséton, dann wieder etwas Lila dazwischen. Ja, ich sehe einfach, dass das etwas abwechslungsreich ist und das war es dann auch schon. Und das macht richtig Spaß und außerdem hat man den zweiten Effekt, ich habe immer viele Reste und die kann ich da sehr, sehr gut verarbeiten. Seht ihr? Zack. So. Jetzt ist es auch hinten geklebt, also ich habe das auch hinten verklebt, die ganze Sache. Und ihr seht, ich habe da auch Notenpapier mit reingenommen. Ich finde es immer recht schön. Das ist ein sehr altes Papier. Ich habe mal etwas Klavier gespielt, mir selber beigebracht, ein Stück weit. Aber naja, macht immer noch Spaß, aber ich mache nur ja, so ein bisschen vor mich hin klimpern und das war's auch. Also nichts Großartiges. Aber da habe ich natürlich auch ein paar Noten, die ich nicht brauchen kann. Ja, und die verarbeite ich hier. Hier nehme ich noch etwas Farbe dazwischen, das war mir dann doch zu farblos, mehr oder weniger. Ihr wisst ja, ich bin einfach eine Bunte. Da muss es einfach bunt sein bei mir. Ich nehme das mal eher lasierend, dann mal etwas deckend, aber gar nicht viel. Es braucht ja auch gar nicht viel. Lasst es sehr, sehr gut trocknen. Das ist ganz wichtig, wirklich über Nacht trocknen lassen. Und hier seht ihr, habe ich mir eine Herzschablone vorbereitet und da suche ich mir jetzt die Stellen aus, die mir gefallen. Da kann ich das sehr gut beurteilen. Ich lege das auch immer wieder hin und her und verschiebe das Ganze wieder. Hier seht ihr das. Oder ich mag auch nicht viel verschwenden und lege das eben dann auch wieder so, dass man wirklich relativ viel von dem Papier verwenden kann. Von den geklebten. Hier habe ich schon einen Teil ausgeschnitten. Ich meine, da brauche ich euch auch nicht großartig dazu mitnehmen. Das, glaube ich, versteht sich von selber. Ja, und schon geht's los. Erstmal wieder mit den schwarzen, wasserfesten Feinliner. Es kann sein, dass der nicht ganz so sehr gut angeht, aber es funktioniert, ihr seht's. Dranbleiben ist wichtig. Ja, und da ich ja so gewebt habe, ergibt sich da automatisch ein Karo. Auch klasse, ne? Und alles, was sich so ergeben hat, das nutze ich eben. Und bemal mir das, wie es mir gerade wieder in die Finger läuft. Passt aber auf, dass ihr da nicht in das Schwarze reinkommt. Das muss wirklich sehr gut trocknen, dass da nichts mehr abgeht. Das ist, hat auch wahrscheinlich mit dem Kleber einfach zu tun. Natürlich etwas Weiß, das hebt das Ganze wieder und ihr seht, es macht richtig Böhm. Irgendwie fängt es an zu leben. Ich lege es auf die Seite, lasse es wirklich gut trocknen, bevor ich mit der Rückseite beginne, weil diesmal sind ja die Herzen hinten und vorne beklebt und die möchte ich dann auch so weit ausarbeiten. Und ihr seht, ich mache da ganz einfache Muster, da ist gar nichts Großartiges dabei. Meine Kreise, die ich ja fast immer habe. Ich liebe ja alles Runde. Und ich nehme einfach die Formen, die hier gegeben sind. Und aus denen mache ich die Muster. Und ja, das kommt, wie es kommt. Auch wenn sich mal so ein Gedanke einschleicht, das ist jetzt nichts. Unsinn. Weitermachen, weitermachen. Nicht dem nachgeben, sondern einfach weitermachen, bis der Bauch sagt, es passt. Und dann, das ist ja das Schöne, das ist immer toll, das wird immer toll.
Also lasst euch da nicht verunsichern oder verunsichert euch nicht selber, sondern genießt einfach den Prozess. Ja, jetzt kommt die andere Seite dran. Das andere Herz ist ja soweit jetzt trocken. Und mir gefallen die Striche eigentlich ganz gut hier. Einfach wie es kommt, so mache ich es. Ja, und das passt doch einfach. Ich lasse euch jetzt ein Stück weit zusehen. Da glaube ich, brauche ich nicht viel dazu sagen. Seht einfach zu, wie das Ganze entstehen darf. So, das letzte Herz ist bemalt. Jetzt inke ich die Kanten
Und das ist auch noch so ein Wow-Effekt. Ich finde, dann erst wird es richtig rund. Ihr werdet es gleich sehen. Ich finde jetzt richtig toll die Herzen. Und hier mache ich mir jetzt ein Loch rein und stanze dann auch noch so eine Öse rein, um das Ganze einfach noch mal stabiler zu machen. Und trotzdem waren mir die nicht stabil genug, um die an einen Schlüsselanhänger oder sowas zu hängen. Das muss ja doch etwas aushalten. Und dann habe ich mir überlegt, juhu, ich habe ja das UV-Resin noch. Mensch, das probiere ich doch, ob das funktioniert. Und hier seht ihr, das funktioniert recht gut. Das Blaulichtgerät kostet auch gar nicht so viel. Und ich lasse das jetzt 2 Minuten drunter und dann ist es auch schon hart. So, 2 Minuten. Zack, fertig, andere Seite. Und hier seht ihr, was ich am Anfang gesagt habe, dass das Herz etwas auseinander geht. Die Papierschichten sich lösen. Also ganz, ganz wichtig. Zuerst immer, hier seht ihr das, am Rand. Hier mache ich das ja leider, bin ich da etwas aus dem Bild. Aber ihr wisst es sicherlich oder ihr könnt es ja erahnen. Erstmal den Rand und jetzt oben und unten. Und wenn sich die etwas verbiegen, dann biegt sie gleich nach dem UV-Licht, also nach UV-Licht, Blaulicht eben gerade, da sind sie noch warm und da kann man das nämlich auch noch sehr gut machen. Ja, hier jetzt die Detailansichten, viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss!